Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Dieses Videoprogramm ist nicht für Kinder geeignet. Ja, hallo meine Fuzzibärchens und... Oh, ich bin ein bisschen langsam. Ja, ich hab's heute einfacher. Oh, irgendwie... Was ist da hier wieder rum, weißt du? Mach nur so... Ja, was ist das denn hier für... Was ist denn los? Fängt schon ja gut an, weißt du? Ja, Flensburger pöppt eigentlich immer ganz gut, aber das nicht. Ja, ich hab einen Störtebäcker hier. Atlantic Ale. Erfrischend hopfig. Ja. Alkoholfrei. Ja, ich hab mit Alkohol 4,8 Umdrehung. Ja. Viel Spaß. Ja, dir auch. Nein, David. Prostata Tirallala. Boah, das ist echt erfrischend. Das schmeckt gut. Ich habe so ein bisschen Herben, so ein bisschen Vitamalzgeschmack oder so. Ja. Geil. Ist aber nicht verkehrt. Nee, ich dachte, du bist ja immer noch im No-Alk. Ja, geht's denn mal jetzt oder so? Ne, weil sonst werde ich zum Beast. Beastman, so match for Battle Armor He-Man. Beastman, Battle Armor He-Man and Skeletor each sold separately. Take that! Just a dent! And that! More dents! But look! They're gone! Only He-Man has this power. Oh yeah? Battle Armor Skeletor has it too. Now the real fun begins. Ah, was für eine Überleitung, denn dieses Beast haben wir heute da. Ja, schön. Beast Man. Hast du den nicht schon? Ja, den habe ich schon. In der anderen Origins. Ach so. Das ist jetzt der Lord of Power. Ach ja, da ist ja das Lob. Genau. Ja. Eigentlich eine Figur aus einer Konzeptzeichnung entstanden. Ja. Habe ich mir sagen lassen. Ja, korrekt, da bin ich ja gerade mal gespannt. Der sieht ja doch um einiges anders aus, ne? Also habe ich jetzt gerade zumindest im Gesicht schon gesehen. Ja. Ja, können wir den auch nochmal in Nahaufnahme zeigen? Stimmt, das haben wir jetzt am Anfang natürlich direkt vergessen. Egal, ihr seht das trotzdem in Nahaufnahme irgendwie. Und dann gehen wir gleich mal ans Werk und packen den schön fein aus. Hat der einen Comic, einen bekannten Comic schon? Ja, haben wir schon gesehen. Ah, okay. Ja, so. Gut dann. Ja, dann kümmern wir uns jetzt mal und packen den aus. Ja. What? Nochmal trinken machen, ne? Ja, das ist, redet sich ja in den Mund fusselig, ey. Und das schon nach der ersten Minute. So, wir machen wieder die komische Technik hier. Russ. Muss ich auch jedes Mal betonen, ne? Dass der Bruno mir gezeigt hat, wie man die richtig schön hier auf... Das ist ja das Schöne an Reviews, dass man da ab und zu mal was lernen kann noch. Man lernt was. Nur bei uns nicht, aber das ist ja egal. Das ist was anderes, ey. Bei uns lernt hier auf jeden Fall nichts. Muss auch nicht. So, das Übliche raus hier. Eine ganz schön haarige Angelegenheit. Das stimmt. So, haben wir hier Comic. Ja gut, dann sagst du, das ist... Ne, ja. Das ist der gleiche. Ja, das. Hier können wir nochmal zeigen. Ist der gleiche wie auf dem anderen. Ja. Wie gehabt. Hier auch. Wie viel gibt es jetzt von den Lords of Power schon? Zwei. Merman und Beastman, meine ich. Okay. Und Evelyn war dieses 200X. Hier nochmal das Ausmalbildchen. Habt ihr das auch noch gesehen? Zum Abhaken. Ja. Nee, stimmt. Beastman und Merman. Okay. Und Evelyn war diese 200X. Irgendwas. Ja, davon gab es aber bis jetzt auch nur eine. Ja, aber da müssen ja bestimmt noch ein paar mehr kommen, oder? Oder gab es nicht so viele Lords of Power Dings da? Doch, ich meine, es gibt noch Man at Arms. He-Man gab es, meine ich noch. Und noch. Da gab es so ein Fünfer-Set, das habe ich noch mal irgendwann eingeblendet, da bin ich mir jetzt nicht sicher. So, gucken wir mal hier. Oh ja. Der sieht aber stimmig aus, der sieht cool aus. Ja, hier, der Waffenmeister. Mit Waffen haben wir es diesmal nicht so, weil... Ach so, der hat hier nur so ein... Der gute Herr hat keine Waffe. Oh ja, Zähne, ne? Der ist irgendwie übermächtig. Ja, krass. Übermächtig festgemacht, glaube ich, da. Was ist denn das hier? Aua, das sieht aber wild aus hier. Guck mal, so ein zackiges Schulterpolster. Wie nennt man sowas denn? Ja, so mal hier. Das sieht aus wie so eine Football-Uniform. Ja, aber wie ihr seht, keine Peitsche. Ja, das ist ja krass. Der normale Beastman hier hat eine schöne Peitsche. Hatten sie den ursprünglich ohne Peitsche konzipiert? Oder? Ja, scheint so, ne? Aber jetzt... Dann haben sie gesagt, wir brauchen für das Beast einen Dompteur oder so, oder? Ach, jetzt Peitsche raus. Ja, wenn man sich den jetzt einfach, guck, wir können den immer anziehen, da soll ja nicht so. Ja, genau, mach mal. Das kann ja. Wie geht denn das hier richtig rum? Ja. Jetzt kommt das ist nämlich ne? hier wieder. Jetzt kommt wieder das sieht sehr speziell aus. Obwohl. Nö. Geht. Ja. Dann fängt er rum. Der Blau, das strahlt schön. Ey. Muss man den jetzt noch ein bisschen ja. Einmal durch die Beine durch. Durch meinst Nein. Du? Nein. Glaube ich nicht.
So, das ist doch hier. Das muss doch so hinten rum wahrscheinlich. Ja, stimmt, ne? Ja. Guck mal, der hat dann noch so einen Gürtel. Ah, guck mal. Was ist denn das für ein Gürtel? Ach, den hat der hier hoch, aber. So, da kommt dann hier so ein Ding. Ach ja, das ist dann ganz anders wie was der hier hat, ne? Ja, ja, das ist. Obwohl das hat angedeutet, so Spitzen. Nur noch halt so, ne, hier bei dem. Ja, aber nicht so turbo-groß. Aber da wie sind die ja. Also würden die wachsen tun. Krass. So. Ach komm, geh doch zu. Ja, das, ist, ja das machst du einmal und dann lässt du das auch dran, weil du keinen Bock mehr hast. Das jedes Mal da. Komm, Minister, wie hast du gelernt, wie hast du öffnet? Ja, so, okay. Ja, da haben wir eigentlich nur den Harnisch und einen Gürtel. Ja. Ja. Und das ist die ganze Herrlichkeit. Ja, vielleicht denken die, der braucht keine Waffe, weil er so powerful und mächtig ist. Ja, aber bei den Hörnchen da dran, ne? Ja, pff, also irgendwie, ich find's halt ein bisschen arm, dass keine Waffe ist. Ist auch komisch, wenn du guckst, ne? Bei dem Alten geht's eigentlich in die Länge, diese Halskrause. Und hier geht's bei ihm halt in die Breite, in die bei der Schulter. Ja, halt, ja, ja, ja. Wenn du auch so guckst. Dann voll übertrieben, ja. Er hat hier, soll das auch dieser Stern sein? Nee, nicht wirklich. Scheinbar, ne? Das ist so ähnlich. Ja, ja, irgendwie sowas halt, oder davon irgendwie. Ja, das mit dem Mund finde ich her, die Augen nicht strahlen, natürlich voll durch dieses hellblau. Ich finde es krass, sieht fast schon so ein bisschen aus wie das Creature from the Black Lagoon. Ja, ja, irgendwie so, ja, das hat ja, stimmt. Ja, seit mit diesem Bart zotzeln da halt und so weiter. Ja, aber gucken wir mal hier, wir haben die Abenteuer der Rückseite noch gar nicht. Hier, ja. Vielleicht sagen die uns mehr. Nö, nicht so wirklich viel. Da ist nur Beastman, der sich ohne Waffen... Ja, ja, gut, mit seinen Klauen halt nur und den Zähnen, den Fangzähnen. Ja, ne? Stellt sich He-Man entgegen. Ist ja auch mutig, ne? So, ja, läuft einer mit Schild und Axt auf dich zu und ja, du denkst dir so, ja, ja, klau, scheißegal, ich rein da. Zum Klatscher mit der Kralle, ne? Er hat ja hier auch an den Armreif, ne? Das ist so ein bisschen hier, ja, so... vielleicht ist das irgendwas... Wolverine-Style oder so, ja. Das sieht ja auch aus wie was Gefährliches. Ist leider nicht anders bemalt, aber, ja. Ja. So schlecht, oder? Und da sieht man natürlich auch das Bild, ne? Dass man hier nur die Sachen, Hüfte, tralala, bewegen kann, aber ja, ja. Kein Action-Feature, gar nichts. Genau, nichts da eigentlich kannst, ne? Voll traurig. Scheiße, daneben, ja. Die neue Wave, ja. Ja, den Gürtel hier kannst du auch für Catcher nehmen. Kannst du ja, Catcher-Figur. WWF. Kannst du direkt in den Ring werfen, ey. Werf mich, du WWF! Ja, stimmt, hat sowas von einem... Ja, gut, man könnte natürlich jetzt noch testen, ne, ob er auch den anderen Beastman zerschlagen kann mit seinen Krallen. Na, das könnten wir ja mal gucken. Meinst du, der ist kräftig genug? Ah, stimmt. Und ja. Beastman verpackt das. Der ist ja darin geübt. Ne? Ja, dann gucken wir uns das jetzt mal an, was mit den beiden so passiert. Da muss ich nochmal. Da können wir nochmal. Ja. Jetzt geht's los. Der epische Kampf. Hey, Beastman. Ich hau dir auf die Fresse. Nein. Ich hau dir auf die Fresse. Was? Nein, ich hau dir auf die Fresse. So, und nachdem die beiden da schön gekämpft haben. Grauselig, aber er lebt wieder. Ja, wie ihr seht, kann man ja mal irgendwie zu einem Fazit kommen. Aber ich habe da so gar kein Fazit, weil ich finde einfach, ohne Waffe ist das öde. Genau wie Stratos hat er auch keine Waffen, weil er eine öde Figur. Vom Mode her, ja klar, ist halt Beastman-Körper komplett, ne? Andere Farbe, neuer Kopf. Ja. Das ist alles. Ja, und. Ja, passiert halt nicht so viel mit der Figur. Finde ich jetzt eine eher schwächere. Ja, ja, aus dem Ganzen klar, ist halt für die Sammler, ne? Als Sammler muss er die halt alle haben und, ja. Ja, aber. Kann man ja mal machen. Ja, zumal bei Müllers hatte ich ja Glück, da hat die nur 13,79 Euro gekostet. Okay. Auch ein komischer Preis. Gesundheit. Dankeschön. Ja, aber da war ich dann halt glücklich, den zu bekommen. Da habe ich dann natürlich auch mehrere mitgenommen. Einen zum Auspacken, den anderen eingepackten, der ist natürlich noch zu Hause. Das ist immer gut. Oh. So, genau. Und tja, damit können wir eigentlich auch schon das Review schließen. Das ist sehr, ja, es ist halt unspektakulär, was soll ich sagen? Also, da denke ich, er kommt hier zu mir und bringt jetzt hier so ein He-Man mit oder so, ey. Nein, das ist so ein kleines Biest hier, aber trotzdem schön. Naja, machst du ja nichts. Er stand auf meinem Teller. Ja, ich finde den Teller auch nach wie vor geiler, weil der guck mal hier, wie schön man den rumdrehen kann. Ne? Der geht von ganz allein. Fangen auch gar nicht um, die beiden. Nö, guck mal hier. Hat schön Händchen. Ja, Ringelerei und anpacken und so. Schön. Ja, in diesem Sinne, zu viel Internet ist ungesund, zu viel mit Püppchen spielen, alkoholfreies oder
volles so Bier. So wie jeder Bock hat. Ne? Niemals in diesem Sinne gehabt. Und wohl einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das seht. Ja. Ich sag tschüss, reingehauen. Reingehauen. Abschalten. Eben. Tschüss. Abschalten, abschalten. Nach raus da. Abschalten. Klingelingeling. Kronen schmeckt's. Seht ihr auch mal, wie das aussieht, wenn der Bürgermeister vom DSD zu sich nach Hause laufen muss, nachdem er Püppchen ausgepackt hat. Einfach mal so an der Einfahrt pissen. Das ist immer sehr langsam und sehr behäbig. Jetzt ist das Video vorbei.